jetzt weiter mit der zweiten Flasche, das ist die Finca Antigua. 2011, 100% Syrah-Wein, hat 10 Monate im Barrique, französischem Barrique verbracht. Und jetzt machen wir mal den Marzipan-Syrah-Pairing. Warum? Dass Syrah auch so ein Traube ist, der eine Rebsorte, der relativ viel mitzubringen hat, relativ spannend ist, hat sein Pfeffer. Ich glaube, das kommt eine sehr perverse Kombination worden oder natürlich was ganz Sympathisches. Und da schauen wir doch mal kurz. Von Nase, sag mal, viel Frucht, viel Sonne. Leichte Kirsche. Was schöne, robuste Tanninen, leichten Tabaknoten. Ist eigentlich sehr angenehm. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit ein bisschen von der Marzipan, der übrigens sehr gut ist. Übrigens, ganz wichtig, wenn ihr Essen-Pairings macht, nimm immer ein Schluckchen Wein, um deinen Mund zu akklimatisieren. Nicht, dass das Essen alles überstimmt. Die Harmonie zwischen Wein und Essen muss immer da sein. So, darum einfach mal kurz einen kleinen Schlucklein vorher nehmen, um das entsprechend in Balance zu bringen. Das hier ist ganz nett. 86 Punkte, straightforward mit dem Marzipan, Geschmackssache. Überraschenderweise Kirschen, Mandeln, ey, passt wunderbar. Syrah und Marzipan aus Toledo haut überraschenderweise relativ gut hin. Aber man kann es natürlich auch mit Weißweinen machen. Da lasse ich vieles kombinieren. Und jetzt geht es schon weiter zum nächsten Wein. So, jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich hier eine Flasche mit einem schönen Label. Das ist 100% Chardonnay-Wein. Aus der Gegend hier auch. Und ich sage ganz ehrlich, für 2,60 Euro bin ich gespannt, was das zu bieten hat. Es sagt auf der Flasche auch Serviertemperatur, ich hoffe, ihr könnt das lesen, von 13 bis 15 Grad, was eigentlich relativ, sage ich mal, unüblich ist für Weißweine, aber so rund die 10, 11, so wie ein Vintage Champagner, sage ich immer wieder, ist das natürlich, sage ich mal, sehr interessant. Und zu trinken, da die Primäraromen, der Wein öffnet sich, wenn man den zu kalt trinkt wie jetzt hier, da schließt der Wein sich und dann muss man mit dem Mund noch ein bisschen mehr vorwärmen. Und hier hat man auch wieder, sag mal, die schöne Mineralität, die schöne Acidität, ist sehr angenehm, das spürt nicht im Mund rum, aber man muss aufpassen, dass man den nicht zu kalt trinkt, das ist einfach ein wichtiges Thema. Aber einfach trotzdem, das ist ein ganz okay Chardonnay, nicht Geld bewegt, da haben wir auch easy 86, aber gut gemacht, sag ich mal, für 2,60 Euro, das Glas übrigens, also um die 20 Euro wahrscheinlich die Flasche, absolut akzeptabel, so hier im Restaurant, so mein erstes Traubenliebe TV Tapavar Review. Und jetzt gehen wir zum letzten Wein und da freue ich mich schon. Das ist eigentlich was ganz Spannendes. Gehen wir gleich weiter. Jetzt geht es weiter zum letzten Wein und das ist ein 100%iger Fournier-Wein. Das ist der Valle Garcia. Und aus 2012, 14 Volumenprozent Alkohol, relativ korpulente, opulente Weißwein. Und da bin ich mal gespannt, wie dieser Kollege sich schlägt. Aus Frankreich ist das halt eine Rebsorte, die ich sehr zu schätzen weiß. So, da geht's mal los. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt schon guckt, mal wunderschöne goldene Farbe. Von Nase weißes Trockenobst, leichten Toastaromen, leichten Zitrus. Im Mund sehr angenehm, schönen. Straffe Acidität, der führt sehr schön durch den Wein, schön balanciert, sehr frisch. Ich sag mal, es ist sehr verspielt, sehr angenehm. Für mich ein easy 90 Punkte, ohne große Übernachtungen. Preispunkt liegt bei 35 Euro. Und ganz ehrlich, der Nase auch wieder, der verfliegt langsam, aber absolut sehr angenehm. Und das war es auch schon wieder. Ich werde den jetzt gleich trinken mit ein paar Jakobsmuscheln, die ich hier bestellt habe. Aber das ist auch wieder die Zeit, um jetzt abzuschließen. Erste Sendung in 2016. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.
Ich wünsche euch wie immer natürlich schöne Weine, schönes Essen, tolle Menschen und ein weinfantastisches 2016 mit vielen tollen Weinabenteuer. Ich freue mich schon, dass wir da zusammen wieder auf diese Weinentdeckungsreise gehen. Und ich, jetzt in meiner Route geht es weiter durch Spanien. Und wer weiß, heute war auch wieder ein Spontanabend. Und ich danke herzlich für die Gastfreundlichkeit hier erstmal. Bei Kathedral, wenn ihr in Toledo seid, schaut vorbei, die haben sympathische Weine, eigenen Weingut, verschiedene Weingüter eigentlich, eine sehr spannende Sache. So, guck hier vorbei und bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch viele tolle Weine. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.